Nicole C. Fossler, Der Himmel über Darjeeling. Darjeeling, da denkt man sofort an Indien, an schwarzen Tee, an Genuss. Und dieses Buch ist auch ein Genuss, das muss ich schon mal vorab sagen. Er spielt oder beginnt die Handlung 1876 in Cornwall und erzählt wird die Geschichte von Helena. Helena hat ihre Mutter vor vielen Jahren schon verloren. Sie ist bei der Geburt des kleinen Bruders halt gestorben. Ihr Vater hat sich von dem Moment an völlig verändert. Der ehemals so brillante Maler ist sehr introvertiert geworden und sehr ungeduldig und realitätsfremd und hat sich also völlig abgekapselt. Helena steht auf einmal vor einem Scherbenhaufen. Ihr Vater ist gestorben. Sie stellt mit Erschrecken fest, dass das Haus verpfändet ist im Grunde genommen und ihr nichts anderes übrig bleiben würde als eine Zukunft bei irgendeiner Verwandten, wo sie dann mildtätig aufgenommen wird und sich dann dort halt um die Kinder zu kümmern hat. Was aus ihrem kleinen Bruder dann werden soll, die Vorstellungen gefallen ihr auch nicht so recht. Sie trifft auf einen mysteriösen Mann, auf E. Neville, der in der Gegend nicht so bekannt ist. E. Neville ist bei einem Nachbarn zu Besuch, der auch die Schuldscheine für das Haus sein eigen nennt. Und dieser ihn setzt sich in den Kopf, er will unbedingt Helena heiraten. Warum er das will, ist eigentlich nicht so einleuchtend. Wer will schon eine Frau nach den ersten 5 Minuten sofort heiraten? Aber er hat sich das halt in den Kopf gesetzt und wenn er sich was in den Kopf setzt, dann zieht er das auch durch. Er kauft also flugs die ganzen Schuldscheine auf und Helena hat eigentlich nur eine Möglichkeit, entweder sie heiratet ihn oder aber sie geht ins Armenhaus. Das möchte sie natürlich ihrem Bruder nicht antun und sie geht dann, wenn auch widerwillig, diese Ehe ein. Natürlich, wie es in solchen Romanen ist, findet sie ihren Ehemann schon recht attraktiv, aber er ist halt sehr mysteriös, sehr verschlossen. Sie ahnt, da ist ein Geheimnis, an das sie besser nicht rührt. Sie lernt dann auf einem Ball noch einen anderen Mann kennen, Richard, der sich auch Hals über Kopf in sie verliebt. Und dieser Richard folgt dem jung vermählten Paar dann auch nach Indien, weil er einfach diese Frau so faszinierend findet und er möchte auf jeden Fall sein Glück bei ihr versuchen. Helena ist eine sehr starke Frau. Sie hat eine gewisse Wildheit in sich. Er vergleicht sie halt auch gerne mit einer Löwin. Sie ist lernbegierig. Sie findet sich sehr schnell in ihr Leben in Indien ein. Sie genießt die Ritte auf diesen wunderschönen Pferden. Der Freund oder er wird eigentlich als Diener ihres Mannes vorgestellt. Ist ein Inder, der ihr die indische Sprache beibringt, der ihr wunderschöne Geschichten aus der indischen Götterwelt erzählt und sie halt auch mit der Geschichte und mit dem Leben in Indien vertraut macht. Die Reise endet dann halt in Darjeeling auf der Teeplantage und es ist wirklich eine wunderschöne Geschichte. Man erfährt sehr, sehr viel über die Geschichte des Tees, wie Tee angebaut wird, ohne dass es dabei langweilig wird. Viele Fakten und Geschichtsdaten kannte ich halt auch schon aus dem Palast der Winde. Aber diese Geschichte wird eben wieder mal ganz anders erzählt. Und mir hat es sehr, sehr gut gefallen, weil die Mischung einfach stimmt. Liebesroman, Information und eben auch dieses Historische. Obwohl ich schon lange eben so keine historischen Romane mehr gelesen habe, hat dieser mich wieder mal völlig fesseln können und begeistern können. Und ich habe ja eigentlich auch nicht so ganz davon ablassen wollen. Ich habe das Buch sehr, sehr schnell gelesen, weil es einfach total spannend war. Und es bleibt wirklich fast bis zur allerletzten Seite spannend, ob diese beiden sich jetzt nun wirklich kriegen oder ob das Ganze an seiner Verschwiegenheit, an seinen Geheimnissen zerbrechen wird. Wer Indien mag, England, so ein bisschen das Historische auch dabei, der wird diesen Roman sicherlich genauso lieben wie ich.